So, herzlich willkommen zurück bei der weiteren Folge Kochen mit Toms. Und zwar gibt es heute einen Kartoffelsalat. Einen Kartoffelsalat speziell für Single-Haushalte. Nämlich, das Problem ist für mich immer, einen Kartoffelsalat zu machen, ist jetzt ganz, ganz lecker und esse ich ja auch ganz gern. Aber wenn ich dann 5 Tage lang Kartoffelsalat essen muss, das ist es jetzt nicht so ganz. Deshalb habe ich mir überlegt, ich mache einen Single-Kartoffelsalat, der gerade so 2 bis 3 Portionen ergibt. Und das ist das eigentliche Clou bei der ganzen Sache, in einer Viertelstunde ist das Ganze erledigt, dank des Garens in der Mikrowelle dieses Kartoffelsalates. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze abläuft bei mir. Brauchen tun wir so 3, sage ich mal, mittelgroße Kartoffeln, etwas Zwiebeln, einen Kartoffelsalat geeigneten Behälter. Also ich persönlich ziehe da Lidl-Produkte vor. Da war mal ein Kartoffelsalat nach schwäbischer Art drin. Und da kommt jetzt der Kartoffelsalat nach Toms Art rein. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, man weiß immer, was drin ist, weil es steht ja außen drauf. Gut, also fangen wir einfach mal damit an, dass wir kurz ein paar Zwiebeln schneiden, die wir dann mit Petersilie und etwas Knoblauch anbraten. So, dazu habe ich hier schon meine Maschine vorbereitet und mache jetzt da so 2, 3, ja, das sollte reichen eigentlich. Ja, das passt so. Dann schalten wir mal schon mal die Platte an. So, und während jetzt die Zwiebeln gemeinsam mit ein bisschen Knoblauch und der Petersilie mit ordentlich Olivenöl angebraten werden, bereiten wir den restlichen Kartoffelsalat vor. So, da machen wir ein bisschen Öl rein. Und da kommen jetzt einfach die Zwiebel rein. So, dann ein bisschen Knoblauch, da mache ich immer grundsätzlich am liebsten mit einer Presse, weil das relativ fix geht. Gut, das Saubermache hinterher ist ein kleines Problem, aber wenn man es gleich macht, ist es eigentlich gleich erledigt. So. Dann geht es weiter, Petersilie. Ich nehme da natürlich wie immer das beliebte Lidl-Produkt. So, die werden jetzt einfach so ein bisschen vor sich hin geschwitzt. Soll ja Leute geben, die Zwiebeln nicht so vertragen. Deshalb werden die dann halt einfach ein bisschen intensiver angeschwitzt, dann sind sie in der Regel auch relativ bekömmlich. So, das Ganze machen wir jetzt gemütlich auf 2. Lassen wir so vorhin. Und in der Zwischenzeit werden wir die Kartoffel schälen. Wenn wir den Schäler finden. So. Also. Kurz die Kartoffeln schälen. So. Das Praktische ist jetzt halt, wenn die Kartoffeln geschält und geschnitten sind, dann kommen die mit einer entsprechenden Menge Wasser, das zeige ich dann noch, in die Schüssel, in den entsprechenden Behälter und das Ganze gar dann innerhalb von 10 Minuten und ist im Prinzip fix und fertig. Ja gut, ein bisschen anmache dann natürlich noch, also ein bisschen Essigöl dran, alles andere kommt bei mir vorher dran und dann ist das Ganze auch gut durchgezogen in der Regel.
und extrem arglos. Ja, hier haben wir ein bisschen Verschnitt. Aber so ist es halt mit Naturprodukten. So, jetzt machen wir die Zwiebel. Mal ein bisschen rumrühren hier. Aber das wird. So. Die Kartoffeln haben wir jetzt dann auch gleich. So. Da noch eine Futzele. So, das war's. Schon fast. Jetzt kommt das Schneiden derselben. Ich glaube, das können wir mal ein bisschen ausmachen da. So. Und dann schneiden wir jetzt mal die Kartoffeln. Und da ist eine Gemüsereibe einfach unersetzlich, weil so gleichmäßig Kartoffeln schneiden ist nicht so einfach. Ich mache die jetzt dann auch nochmal in der Mitte etwas kleiner. So, dass die Stückle halt einfach etwas kleiner sind. So, dann haben wir schon mal den ersten Schwung. Was man achten sollte, ist, dass die Dinger nicht so zusammenkleben. Also, ich mache die immer so ein bisschen auseinander. Weiß ich gar nicht, ob ich da tatsächlich drei mache. Schauen wir mal. Ja, die sind eigentlich gar nicht so groß. Aber gut, einmal kurz durch. Zumindest die ganz großen. So, und wie sieht es denn aus? Reicht es schon? Ja, eigentlich sind es schon fast zwei Portionen. Haben wir da noch eine dritte? Komm, scheint haben wir sie. Dann dauert es vielleicht 5 Minuten länger. Wer weiß. So, das ist auch soweit. Tun wir mal auf die Seite. So. Wir wollen ja nichts verschenken. So, das war das. Die Kartoffel schneiden wir noch ein bisschen kleiner. Also zumindest mal die großen. So, mal halbieren. Das passt dann. So. Und dann auch wieder verteilt rein. So, und was jetzt kommt, ist eigentlich ganz einfach. Jetzt füllen wir das Ganze so weit auf mit Wasser, dass die Kartoffeln im Prinzip schön schwimmen. Ja, das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger wie 10 Minuten, weil es dann doch ein bisschen mehr ist. So, und jetzt wird das Ganze noch gewürzt. Also unter anderem, da man ja normalerweise eine fette Brühe brauche. Also ich mache das hier mit so einem Brühwürfel. Der wird jetzt da so ein bisschen runtergeraspelt. Und das Ganze kommt dann, also ich nehme da so, ich weiß es nicht, ein bisschen mehr. Also nehmen wir jetzt auch ein bisschen mehr. Aber ich habe festgestellt,
weniger ist oftmals mehr jetzt in der Hinsicht. Also am Anfang habe ich das alles ein bisschen arg überwürzt. Ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtiger. So. Na. Ja, komm, ein bisschen machen wir noch. So. Sollte reichen. Na komm, das bisschen auch noch. So. Hinein damit. So, das war das. Jetzt kommt da noch ein bisschen Salz, Pfeffer. Und da, wie gesagt, bin ich jetzt inzwischen echt ein bisschen vorsichtig. Weil die Menge jetzt relativ gering ist. So, und was ich dann auch noch mache, so ein bisschen Muskatnuss gehört dazu. Macht man ja auch als mal in so etwa. Macht man ja auch als mal in der Kartoffelbrei. Finde ich ganz passend eigentlich. So, dass wir auch die ganzen Reste haben. Jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch ein bisschen durcheinander machen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich gehe jetzt mal davon aus. So. Das war's schon. Und jetzt kommt das Ganze eigentlich so, wie es denn da ist, für 10 Minuten in die Mikrowelle. Ohne Deckel. Das Wasser soll ja ein bisschen dunsten. Zack. Ich mache jetzt da mal 11 Minuten. Ich denke mal, das wird es etwa dauern, weil es ja doch ein bisschen mehr ist. In der Zwischenzeit können wir da ja schon mal so ein bisschen aufräumen. Ich melde mich später wieder, wenn die 10 Minuten rum sind. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Also gut, bis dahin und tschüss. So, es sind jetzt so knapp 5 Minuten, ein bisschen mehr als 5 Minuten rum. Wir gucken mal kurz rein, was da so passiert. Und ich weiß jetzt nicht, ob man sieht, aber man sieht es. Also es dampft unheimlich und ja, das Ganze köchelt jetzt halt so schön vor sich hin. Und das Ganze, also die ganze Brühe, die wird ja jetzt reduziert durch eben diese Mikrowellen. Und gleichzeitig werden auch die Kartoffeln gegart, weil Mikrowellen idealerweise ja im 2,4 Gigahertz, glaube ich, Bereich sind sie. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das genau die Resonanzfrequenz vom Wassermolekül. Genau deshalb ist so eine Mikrowelle auch ideal, um zum Beispiel Kartoffeln zu garen, die ja aus einem Großteil von Kartoffeln bestehen, Wasser bestehen. Ja, also gut, warten wir noch 3 Minuten. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn es dann fertig ist. Vielleicht muss man noch mal eine Minute dranhängen. Das schauen wir dann mal. Und so, das Ganze dauert jetzt noch 50 Sekunden und dann schauen wir mal, wie es aussieht, ob man da vielleicht doch noch mal eine Minute länger machen müssen oder nicht. Das sehen wir dann. Da wird dann mal ein bisschen drin rumgerührt und Konsistenz auch geguckt. Das so, 15 Sekunden. Da könnten wir ja fast jetzt einen Countdown machen, gell? So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, falls du es nicht lesen kannst, 4, 3, 2, 1 und das ist das Zeichen. Jetzt schauen wir mal. Ja, und wenn man jetzt sich das so anguckt, jetzt weiß ich nicht, ob man es gut sieht, das Ganze ist jetzt relativ gut verkocht und es fühlt sich ja alles relativ gut an, so dass man eigentlich sagen kann, ich denke mal, wir sind nahezu fertig. So, jetzt kommt natürlich die Vorbereitung und Zwiebeln mit dem Petersilie dazu und noch ein bisschen Essig und Öl. Und das war es dann aber eigentlich schon. Dann darf er noch ein bisschen abkühlen und vor sich hinziehen, weil das schadet ja so einem Kartoffelsalat in keinster Weise. So, sagen wir. Und dann
kommt jetzt noch, wie gesagt, etwas Essig, etwas Öl. Und ich nehme jetzt da bei der Menge eigentlich genau sogar im Weg. Ich nehme jetzt da genau, na dann halt nicht. Ein Essig, ein bisschen mehr, weil es jetzt doch ein bisschen mehr ist, aber normal bin ich da jetzt relativ sparsam inzwischen. Weil, wie gesagt, die Erfahrung hat gezeigt, weniger ist mehr. Wobei beim Öl sind wir da nicht so sparsam. Es soll ja auch richtig schön schlonzig werden. Das ist ja das, was so ein Kartoffelsalat so lecker macht. In meinen Augen. Ich hoffe, du stehst da nicht im Weg. So, jetzt sieht das Ganze schon, ich weiß nicht. Ich hoffe mal, man sieht es einigermaßen. So, und jetzt, das ist jetzt so eine Sache, das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. Aber er sieht jetzt vom Gefühl her, also vom Schlonzige, riecht oder auch gut, sieht es alles mal gar nicht so schlecht aus. So, was jetzt da noch reinkommt, ist ein kleiner Schuss Senf. Aber ganz wenig. Und das machen die meisten jetzt nicht. Ich habe mir es auch gewöhnt. Ich finde, es gehört einfach ein bisschen dazu. So ein gewisser Spritzer. So, nicht viel. Na, komm. So, das war's. Übrigens, man hätte es vorher schütteln können, weil das ist schon ein bisschen dünnflüssig. Ich habe es schon erwähnt. Eigentlich soll man tatsächlich Senf, bevor man benutzt, kurz schütteln. So, also weil er einfach feucht ist. So, und jetzt kommt da für mich einfach so, ja, so eine gewisse Menge, das reicht, an Mayonnaise dazu, weil ich finde, so ein Kartoffelsalat gehört irgendwie ein bisschen Mayo. So, das Ganze jetzt nochmal durcheinander gemacht und dann ein bisschen abkühlen lassen und dann kann er direkt serviert werden. Ja, und das Ganze halt, wie gesagt, so, wenn man es effizient macht, Viertelstunde ist man durch. So, jetzt, so sieht das Ganze im Moment aus. Ich weiß nicht, welche Kamera es besser aufnimmt. Ich hebe es jetzt mal in jede. Hat was von einem Kartoffelsalat. Komm, du kriegst es auch nochmal. Sieht eigentlich relativ schlunzig aus. So. Gleich noch der Löffeltest, Deckel drauf und au, Schädelaro, Scheißele. So, und naja, damit kann man jetzt dann hausieren gehen. In diesem Sinne, jetzt probieren wir mal noch, wie der Löffel schmeckt. Mhm. Ja, da könnte aber fast noch ein bisschen Salz drauf. Machen wir noch einen Schuss Salz. Weil lieber hinterher so, sollte reichen. Ja, also von der Schlonzigkeit schon mal perfekt. Und das sind jetzt gut. Also für mich sind es 3 Portionen. Ja. Besser. So, das war's. Dann bedanke ich mich mal für die Aufmerksamkeit. Hoffe, es war interessant. Kann es nur empfehlen, mal nachzumachen. Und tschüssle.